Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's hier mit Crusader Kings und Roderico Ranimires von Asturien. Und ich erlaube mir am Anfang meistens meiner Let's Plays, in diesem Fall bei Folge 2, zu sagen, wer das Ganze mag, wem das hier gefällt, da freue ich mich, wenn er ganz kostenlos vielleicht eine Unterstützung mir zukommen lässt, in Form von Likes, von Kommentaren und natürlich am allerliebsten in Form von Abos einem kleinen Kanal eine Chance geben. Das würde mich sehr freuen. Das sage ich hier nur einmal, ansonsten kommt das hier nicht dauernd. So, wir wollten einmal auf unsere Kinder schauen nochmal, bevor wir hier den Startknopf drücken. Denn unsere Kinder haben noch keine Vormunde. Wir müssen dafür sorgen, dass die beiden, die wir hier jetzt verarbeiten können, jemanden haben, der mit ihnen arbeitet, der ein Vormund von ihnen ist. Jetzt müssen wir mal schauen. Einer scheint schon einen Vormund zu haben oder sie ist einfach zu jung. Gotina wahrscheinlich ist noch zu jung mit 4. Gut, fangen wir erstmal mit unserem Sohn und Erben an. Diaco Roderich. Oh Gott, ich werde das natürlich alles falsch aussprechen, ne? Aber das überlebt ihr schon. Roderich Schiss. De Castella. Ein sadistischer, rauflustiger Junge. Wie schön. Wie schön, wie schön. Was können wir mit denen am besten anstellen? Momentan ist er am besten in der Diplomatie. Er ist auch gar nicht schlecht im Kampf. Kampfgeschick 10, weil er sadistisch ist. Kriegt er dann plus 4. Und ein bisschen Ränkespiel kann er auch. Diplomatie wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir als nächsten Herrscher einen diplomatischen vielleicht hätten, der gleichzeitig auch im Ränkespiel funktioniert. Aber wir haben wirklich niemanden. Schaut mal, also wir sind wirklich der diplomatisch am besten Arbeitende mit einer 8. Das ist ja wirklich ein bisschen traurig. Also wir hätten den Bischof noch, der wäre für die Verwaltung ganz gut. Ja, Verwaltung sollte irgendjemand anders unseren Kindern beibringen. Schauen wir da noch mal, was da gut ist. Unsere Schwester könnte das machen. Weil der Bischof, der mag uns ja eh nicht. Wobei, wenn wir ihn jetzt als Vormund unseres Sohnes vorschlagen, naja, da wird er die Meinung von unserem Sohn erhöhen, aber nicht zu uns. Na gut, dann nehmen wir wahrscheinlich tatsächlich unsere Schwester. Die sieht mir sehr gut aus hier. Die hat von allem etwas. Und Ränkespiel hat sie auch. Komm, Schwester Herz, bitte einmal unseren Jungen bevormunden. So, und dann können wir unsere Tochter noch jemandem geben. Das kann natürlich auch unsere Schwester oder unsere Gattin, ist ja natürlich auch nicht schlecht. Kriegsführung 12, Ränkespiel 12. Ah, das wäre auch für unseren Sohn eigentlich ganz gut gewesen. Also wir sind scheinbar, unsere Familie ist hier am besten eigentlich. Komm, das macht unsere Gattin. Und dann haben wir das schon mal erledigt mit den Kindern. Kriege haben wir gesehen. Es können auch Familienmitglieder heiraten. Zum Beispiel unsere Mutter können wir verheiraten. Ach, die lebt noch. Ja, das ist doch gut zu wissen. Und unsere Schwester natürlich auch. Also unsere Mutter, die ist 43. Das wird schwierig werden, die irgendwohin zu verheiraten. Aber hier ist nochmal ganz spannend. Ja, wir sind die beiden Kinder, meine Schwester und ich. Und leider ansonsten sehen wir hier gar nichts. Niedrige Geburt. Rachsüchtig, lüstern und mitfühlend. Da ist unser Vater am Ende nochmal der Lüsternheit dieser Frau zum Opfer gefallen. Aber eine erkenntnisreiche Denkerin, vielleicht auch ihrem Intellekt. Man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist sie nicht von hohem Stand und hat letzten Endes in dieser Welt hier jetzt keinen großen Wert mehr. Ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht unsere Priorität, dass unsere Mutter noch heiratet. Unsere Schwester wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn wir mit der noch was anstellen können. Wir schauen mal, ob es Bündnisse gibt, die uns irgendwas bringen würden. Kroatien, das ist ja ein bisschen arg weit weg. Was haben wir hier noch? Strathclyde. Das klingt nach Wales oder sowas. Wo ist das? Ja, gar nicht so schlecht. Schottland. Ja, eigentlich auch nicht. Dahybarth.
Das ist hier. Nee. Wo ist das? Das ist auch in England. Das ist alles. Hier sind mehrere Prinzen von diesem. Von diesem Fürstentum. Die sind alle von dem Fürstentum hier. Cornwall. Das ist alles in England. Cagliari. Cagliari, das ist doch Italien, oder? Sardinien. Das ist vielleicht was. Das gefällt mir irgendwie alles nicht so gut. Französisch würde ich sie ganz gerne. Das fände ich in Ordnung, wenn wir hier so in der Ecke sind irgendwo. Oder eben Navarra oder so wäre auch geil. Aber das ist alles gerade nicht so super. Lassen wir unsere Schwester erstmal bei uns. Ja, und starten das Ganze mal. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, muss ich wirklich sagen. Denn es ist echt spannend. Und ich hoffe, dass das Spiel meine Unwissenheit nicht gegen mich ausnutzt. Wir starten mal eine Runde und schauen mal, wie es mit diesen ersten Wahlergebnissen aussieht. Da ist nämlich schon was. Ihr werdet Titel erben. So, Moment. Wir lassen mal bis Februar zumindest mal laufen. So, wir sind Zweiter der Erbfolge, sagt er uns, von sowohl Königreich von Asturien, Grafschaft von und so weiter und so weiter. Der Erste ist der Infant, also der Sohn von Veramondo Ordonis von Asturien. Das ist unser Neffe, das heißt der Sohn von unserem Bruder. Und der sitzt, genau, das habe ich nämlich auch schon mal gesehen, das ist nämlich auch sehr spannend nochmal. Der sitzt nämlich hier in Valladolid, so heißt es hier, und das ist Teil des Sultanats. Der sitzt hier am Hof von einem Ort, der natürlich eigentlich zu uns gehört, aber der eben jetzt unter der Herrschaft des Sultanats ist. Der macht da aber gar nichts, glaube ich. Der sitzt da am Hof von Prinz Al-Hakam oder Hakam. Und hat keine Aufgabe. Ich weiß nicht, was er macht. Er ist kühn und ein Zupacker. Er ist rauflustig, keusch, ehrgeizig und faul. Vielleicht macht er sich da einen Lenz. Man weiß es nicht. Und der soll König werden. Und zwar vor uns, der 14-Jährige. Das ist doch unverschämt. Ah, da können wir gleich mal gucken. Na. Jetzt müssen wir an den Hof vielleicht gehen. Kommen wir da an den Hof irgendwo ran? Menschen am Hof. Ja, dann gehen wir über unseren Bruder nochmal. Die Kinder, wo ist er? Da ist er. Können wir den umbringen? Ja, da ist leider nur 23% Chance. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schlecht. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Also letzten Endes sollten wir das auf jeden Fall tun, wenn er Erster ist und wir Zweiter, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Denn dafür sind wir nicht gut genug. Ah, es ist auch. Ah ja, man muss bei den Paradox-Spielen muss man immer erstmal einen Tag laufen lassen. Man sieht hier, dass wir mit der militärischen Stärke doch nicht so viel besser sind wie die anderen. 627. Pravia hat hier jetzt schon 716. Die 450, 300. Und Asturien 1612. Dann wird das Sultanat wahrscheinlich auch besser sein. Ja, 3500, genau. Das ist was anderes gewesen. Vorher haben wir das noch falsch gesehen. So, es läuft langsam weiter. Was ist halt? Vasall verleihen. Das hätten wir jetzt fast verpasst. Müssen wir aufpassen. Seid gegrüßt, Onkel. Gute Neuigkeiten. Ich habe mich entschieden, Graf Adelfonso von Soria zu eurem Vasallen zu machen. Mann, jetzt darfst du aber nicht zu nett sein. Wir wollen ja gegen dich intrigieren. das ist ja super. Das heißt, Sorian ist das hier unten. Diese Grafschaft wird damit zu unserem Vasallen und auch zu Kantabrien gehören. Sehe ich das richtig? Graf Adelfonso wird Vasall von euch. Der mag uns auch. Und wir gewinnen für 10 Jahre lang eine Meinung von plus 40 für unseren König. Das passt natürlich jetzt nicht zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Aber so ein Geschenk kann man ja jetzt nicht annehmen. Das nehmen wir gerne. Und schon haben wir uns deutlich vergrößert. Nicht schlecht. Schauen wir uns ganz kurz unseren neuen Vasallen einmal an. Der Graf Adelfonso
Maure Gartitz. Oh, der mag uns gar nicht. Wieso denn das jetzt nicht? Weil er jetzt, na gut, okay. Er ist jetzt zu uns gekommen. Er möchte einen Sitz bei uns im Rat. Weil wir bisher noch nicht so lange an der Macht sind, offensichtlich, gibt es auch nochmal Abzüge. Und er ist Anspruchsteller auf den Titel selber. Okay, damit haben wir eigentlich eher einen Feind bekommen als einen Freund. Er ist außerdem zornig, aber auch großzügig, trotzdem ungeduldig und ein einfältiger Beschwichtiger. Was kannst du denn? Du kannst Diplomatie sehr gut. Das ist doch gar nicht schlecht. Da gebe ich dir gerne einen Sitz in meinem Rat vielleicht. Wobei unser Bürgermeister das auch nicht schön finden wird. Aber schaut einmal, wenn wir hier die Diplomatie mal auf ihn geben, wenn wir ihn jetzt da reinholen, dann sollte er doch sehr zufrieden sein. Wir schauen mal ganz kurz, ob... Nee, der Bürgermeister verdient nur 20 Meinungen. Der hat eine plus 16 momentan. Ich glaube, das sollten wir tun. Das ist einfach viel zu gut, als Ratskanzler das nicht zu tun. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir von den plus 2,6 da hochkommen. Wir setzen Graf Adelfonso da ein. Den Bürgermeister lassen wir erstmal Bürgermeister sein. Damit sind wir jetzt wieder auf minus 14 immerhin. Das wird dann nochmal ein bisschen besser werden. Ach nee, das ist der Bürgermeister. Quatsch. Ach, so, hier Rat Adelfonso. Minus 4. Gar nicht schlecht. Und seine Frau ist auch mit minus 5, also im halbwegs sicheren Bereich. Und der ist echt gut. Echt ein guter Typ. Da freue ich mich, dass er unser Vasall ist. Lassen wir mal kurz weiterlaufen. Irgendwas ist hier weggekommen. Nicht vom Bischof gebilligt. Ja, wir machen ja ein Ränkelspiel gegen ihn. Momentan. Der Fürstbischof Benediktus von Cremona. Aber das ist in Italien. Der ist irgendwie bloßgestellt worden. Das lassen wir erstmal. Schauen wir jetzt mal, wie dieses Komplott ausgeht. Hier unten. Das sollte uns ja deutlich noch was bringen eigentlich. 2,6, ja, viel mehr scheint es nicht zu sein jetzt durch den neuen Meister hier im Rat. Achso, das sind ja auch die Angelegenheiten. Das ist das Prestige, was sich erhöht hat durch ihn. Gut. Gut, gut, gut. So, wie gesagt, es wird erstmal eine Weile nicht so viel passieren. Bis wir hier zur Tat schreiten und vielleicht wilde Dinge tun. So, die dritte Nacht in Folge sitze ich am selben Tisch im selben Gasthaus. Eine Blume in der Wildnis steht da erstmal. Von hier aus hat man einen hervorragenden Blick auf den Tresen, das bezaubernde Personal dahinter. Mein Tagtraum wird je unterbrochen, als mein Ratsspitzel, Bürgermeister Teodorico, seinen Krug auf den Tisch hämmert. Ihr starrt nun schon den ganzen Abend Dralindis an, flüstert er mit einem verwegenen Lächeln. Ich kann das gut verstehen. Sie ist eine Hasefrau. Eine Hasefrau? Was soll denn das heißen? Soll ich euch vorstellen? Ihr kennt sie, das wäre perfekt. Ich kann mich entscheiden, wie es weitergeht. Bürgermeister Teodorico wird euer Freund. Ihr hattet 50 Ränkelspiel-Lebenswandlung-Erfahrung. Das ist eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir sie auf jeden Fall gut kennenlernen können. Das würde ich gerne selbst erledigen. Das ist nicht ganz so sicher. Oder ich bin nur zum Trinken hier. Da verlieren wir Anspannungen, die wir, glaube ich, gar nicht haben. Da müsste ich jetzt mal gucken, wo das überhaupt steht. Das weiß ich nämlich gar nicht. Das steht hier irgendwo. Da steht's. Nein, wir haben keine Anspannung. So, also weniger als, dass mich jetzt Ralindis unbedingt, die 18-jährige rückgratslose Lakaien, interessiert, ist es eher so, dass ich schon gedacht habe, als ich diesen Typen gesehen habe, das muss unser Freund werden. Teodorico, dieser Bürgermeister und unser Ratsspitzel, das wird der sein, der die dreckigen Angelegenheiten für uns erledigt. Deswegen würde ich mich sehr gerne mit ihm stark befreunden, denn der wird wirklich viel für uns arbeiten müssen und darf niemals uns verraten. Wenn der König nicht noch netter wird jetzt. Das kann natürlich auch passieren. Aber los. Ja, stell mich doch mal vor. Ich habe Ralindis schon mehr Avancen abblitzen lassen sehen, als ich zählen kann. Doch dank der Vorstellung durch Bürgermeister Teodorico und seiner entspannten Art ist sie schon bald deutlich offener. Die Unterhaltung läuft gut.
Mir war gar nicht bewusst, wie viel ich mit dem gewöhnlichen Volk gemeinsam habe. Mir fällt erst auf, dass Teodorico längst gegangen ist, als Ralindis die Hand auf meinen Arm legt und mich fragt, ob ich ein Zimmer für die Nacht brauche. Ein Zimmer für zwei, wenn ich ihren Blick richtig deute. Nur eine Nacht, wie wäre es mit jeder Nacht, könnten wir sagen. Das ist schon geschehen, Moment. Das wäre dann eine Affäre und wir würden sie beschlafen, was auch ein schönes Wort ist. Geht voran, mein Zuckerstück. Dann würden wir nur schlafen, sie würde aber keine Affäre werden. Das schmeichelt mir, aber ich wollte mich nur unterhalten. 10 Jahre lang werden wir dann unerreichbar. Was heißt das? Anziehungsmeinung plus 15. Also wir dürfen uns natürlich, wenn wir uns auf Ränkespiel und nicht auf militärische Kraft verlassen wollen, dürfen wir uns natürlich jetzt nicht angreifbar machen eigentlich und uns direkt als Ehebrecher hier verdingen. Auf der anderen Seite ist das eine rückgratslose Lakaien und offensichtlich finden wir die extrem toll. Ich würde sagen, das wird keine Affäre, aber eine Nacht geht voran, mein Zuckerstück. So, die Nacht dauert lang. Und bevor wir jetzt... Moment. So, unser Spitzel hat ein Geheimnis offenbart. Erstmal haben wir eine Aufgabe beendet. Genau, die Geheimnisse aufspüren. Genau, und das hat hier dazu geführt, dass wir ein Geheimnis von Königin Hildegard bekommen haben. Tochter von Charles II. Dieser Charakter glaubt an einen falschen Gott oder gar an keine höheren Mächte. So, Königin Hildegard, bist du die Frau von unserem König? Jawohl, das bist du. Rachsüchtig, ehrlich und geduldig, zügellose Verschwenderin und schwanger derzeit. Und offensichtlich nicht so katholisch, wie sie tut. Das ist natürlich cool. Könnten wir theoretisch jetzt damit schon was machen? Erpressen können wir sie direkt. Haha. Okay, das ist doch schon mal gut. Wir haben schon mal was gegen die Frau des Königs in der Hand. Ist das überhaupt gut? Der war jetzt so nett zu uns, ne? Wir könnten auch positiv auf ihn. Ich muss mal ganz kurz gucken, was das heißen würde, diese Erpressung. Dass sie ungläubig ist. Sie könnte annehmen, aber sie will das Geheimnis schützen, plus 80. Was genau bekommen wir denn dadurch, wenn wir sie jetzt erpressen? Wahrscheinlich Kohle, ne? Kohle ist zwar eine Sache, die wir jetzt wirklich nicht im Übermaß haben. Wir haben auch sehr wenig Steuern. Vielleicht sollten wir auch nochmal gucken. Also spannend, dass wir das haben. Und wir werden unseren Spitzel sofort wieder losschicken, was anderes herauszufinden. Wahrscheinlich sogar... Achso, du machst sogar weiter, ne? Du bist da immer noch. Du wirst weiterhin Geheimnisse am Hof rausfinden. Das ist ganz gut. Das kann nur helfen. Aber ich wollte nochmal gucken. Nach der... Und da müsste ich jetzt sehen, wo das ist. Kulturen wollte ich nicht gucken. Ich wollte eigentlich die Kontrolle in unseren Länderreihen sehen. Die ist aber hier bei 100, sehe ich. Da auch. Da auch. Da sind allerdings Banditenhorden derzeit in Vizcaya, aber gut, das ist auch nur ein Vasall. In unseren Landen ist überall die Kontrolle bei 100. Wunderbar. Ja, aber steuermäßig ist das echt mau hier. Das kann man nicht anders sagen. Sehr gut. Ein Geheimnis haben wir schon mal. Das mit den Titeln werden wir sehen. Die Wahlen, ich weiß nicht, wie lange diese Wahlen laufen, ehrlich gesagt. Wir sind zweiter Rang. Sehen wir irgendwo, wie diese Wahl genau stattfindet? Ah, hier. Oder? Nee, das sind wir. Wir sind die Einzigen, die das jetzt hier gemacht haben. Wir könnten Stimmen abringen, wenn wir ein Druckmittel haben. Aber wir haben kein Druckmittel gegen den König, oder? Wenn wir ein Druckmittel gegen sie haben, können wir ihn nicht erpressen, oder können wir das tun? Wo wäre das? Das wäre bei feindselig wahrscheinlich.
könnten die den Krieg erklären, aber ansonsten können wir hier nichts machen. Natürlich, auf lange Sicht gesehen, eine Unabhängigkeitsfraktion gründen. Oh Gott, ey, Leute, ein bisschen müsst ihr mich unterstützen für die, also diejenigen, die das Spiel gut kennen. So, es ist schon der 1. Januar. Es passiert gerade gar nicht viel. Moment, was ist das? Billigung des Bischofs. Ach so, ja, da sind wir aber schon dran, mein Lieber. Ich meine nur, ihr müsst mich ein bisschen unterstützen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr wisst, wie bestimmte Sachen funktionieren, die ich nicht weiß, sagt gerne Bescheid. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich freue mich darüber. Also nicht irgendwie spoilern, aber das ist ja in diesem Spiel schlecht möglich. Aber Vorschläge, wenn ihr nicht böse seid, wenn ich nicht alle Vorschläge umsetze, dann sehr gerne Vorschläge. So, ja, ich weiß, dass er uns nicht billigt. Das gibt es jetzt hier einen ganzen Tooltip, aber da sind wir ja dabei. Das wird sich ja innerhalb der nächsten 3 Monate hoffentlich mit einer Erfolgschance von 66% irgendwie erledigen. Wir könnten auch noch mehr Leute, also einen Arzt suchen. Moment, wie teuer ist denn ein Arzt eigentlich? Ein Arzt kann ja nicht so schlecht sein. 12 Monate lang können wir das nicht machen, aber obwohl wir sind 26, wir brauchen noch keinen Arzt. Wir können solche Sachen machen wie auf Pilgerreise gehen. Einen Anspruchsteller an meinen Hof einladen, das wäre dann wahrscheinlich für auch, wenn wir wiederum so eine Fraktion gründen wollen, hilfreich. Ich schaue jetzt noch einmal auf unsere militärische Stärke, die sich ja jetzt verbessert haben müsste, auf 708. Schauen wir sowieso einmal ganz kurz aufs Militär vielleicht. Wir haben noch kein Kriegsvolk, keine Regimenter erschaffen. Die wären auch zum einen sowieso zu teuer momentan für uns und zum anderen würden sie auch monatlich, glaube ich, was kosten. Insofern ist das jetzt auch erstmal Zukunftsmusik. Söldner wollen wir auch nicht ausheben. Ich wollte gerade gucken bei den Rittern, genau. Aber wir haben alle Ritter, die wir haben können. Wir haben nur wahnsinnig schlechte Leute. Graf Vela von Vizcaya, unser Vasall, der ist ein Ritter. Aurelio ist Ritter mit 5. Graf Adelfonso von Soria, unser neuer Vasall, ist auch Ritter. Ja, die beiden Bürgermeister sind Ritter und ja, alle 3 Bürgermeister sind Ritter. Aber ja, also wirklich keine guten Leute. Wir könnten natürlich auch Ritter einladen, aber die werden wir uns alle nicht leisten können. Könnte ich mir vorstellen. 3 fähige Männer mit 12 oder mehr. Naja, wer weiß, einen Ritter zu bekommen, der vielleicht nicht ganz so teuer ist, den wir dazu packen könnten, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das kostet uns 150 Prestige, davon kriegen wir auch nicht so viel. Ja, komm. Das ist erstmal alles nicht so das, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist irgendwas in der Hand gegen unseren Neffen. Vielleicht müssten wir unseren Spitzen... Wir lassen ihn das nochmal fertig machen. Ich lasse ruhig hier schnell laufen. Also wie gesagt, da passiert erstmal noch nicht so viel und wir müssen dann irgendwann zur Tat schreiten. Das einmal laufen lassen und vielleicht können wir ihn dann hier unten hinschicken. Oh nein. Das mit der Beeinflussung unseres Bischofs hat leider gar nicht funktioniert. Das ist doof. Immer noch minus 18. Mitfühlen gegen gefühllos. Ja, er ist mitfühlend, wir sind gefühllos. Ja, bla bla bla. Ausländische Kultur verstehe ich gar nicht. Ach so, doch, er ist lombardisch. Das ist doch vielleicht die Zeit, er kommt von hier. Na logisch, aus dem Papstbereich, also aus dem, vielleicht aus dem Pontifikat oder irgendwo. Und ist dementsprechend lombardisch. Das ist doch mal der Moment, wo wir die visigotische Kultur uns einmal nochmal anschauen. Wir sind in der Stammesepoche, logischerweise. Moment. Woran sind wir? Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir sind interessiert derzeit an Antrittsplätzen. Wir kennen schon die Onaga, diese Belagerungswaffen, Motten, was Befestigungsgebäude sind. Den Heerbann kennen wir. Kasernen haben wir noch nichts mit zu tun. Gambeson, das war irgendwie, das sind irgendwelche Rüstungen, glaube ich, ne? Da kennen wir auch noch nichts von, aber Antrittsplätze, da sind wir gerade dran interessiert. Und das wird uns was bringen?
Maximale Anzahl an Kriegsvolkregimentern plus 1 und die Größe von Kriegsvolkregimentern kann plus 2 sein. Ja, auf lange Sicht cool, momentan bringt uns das gar nichts. Erbteilung, ja, das ist alles was anderes hier. Und kulturell und regional haben wir noch überhaupt keine Fortschritte gemacht mit dieser Kultur. Na gut, na gut, na gut. Unser Land ist ja deutlich größer geworden. Wir schauen noch einmal, was wir hier in beispielsweise Burgos, was man hier noch machen könnte, beziehungsweise auch in unserer Hauptstadt machen könnte, um hier mehr Menschen und mehr Steuern zu erreichen. Ich schaue mal auf die Gebäude, die wir errichten könnten, wenn wir Geld hätten. Wir brauchen echt viel mehr Geld. Höfe und Felder könnte man bauen, Wälle und Türme, grünendes Land. Alles für die Steuern natürlich sehr gut. Mehr Steuern und mehr Aufgebot auch. Armeelager gehen natürlich auch und Kasernen. Ja, wir brauchen wahnsinnig viel Geld. Wie kommen wir an Geld? Können wir eigentlich plündern gehen? Theoretisch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, plündern kann man nur als Stammesgeschichte. Aber hier so als richtiger Staat mit ordentlichem Prinzipien, da geht das natürlich nicht. Deswegen lasse ich jetzt hier einfach laufen, auf hoher Geschwindigkeit. So, seid gegrüßt, mein empfindsamer Lehnsherr. Trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse aufspüren können am Hof von König Adelfonso. Doch ich glaube nach wie vor, dass hier im Verborgenen etwas vor sich geht. Ich brauche nur etwas mehr Zeit, um herauszufinden, was es ist. Bürgermeister Teodorico, der du uns so gerne magst, ja, mach mal weiter. Mach mal weiter, noch eine Runde am Hof auf jeden Fall. Und dann gehen wir vielleicht nach Pravia zu unserem anderen Bruder bzw. Halbbruder. Was mich wirklich nochmal interessiert, also wenn... wir... ich muss gleich nochmal gucken, was passiert, wenn wir irgendjemanden umbringen oder wenn wir hier Krieg erklären. Das würde ich gleich nochmal kurz anschauen und vorher haben wir hier Kuriositäten aus fernen Landen. Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir ein Händler aus einem fernen Land ins Auge. Kommt näher, kommt doch näher, bewundert Schätze, die noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat. Ich bin einfach an den Wachen vorbeigegangen, die für diese Schönheit verantwortlich sind. Meine Menschenkenntnis ist unglaublich. Dieser Händler könnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne, sagten wir. Es ist sicher spannend, wenn man so viel reist, wie ihr das tut. Oder er wird mir erzählen, was er weiß. Da erhalten wir 12 Schrecken. 3 Jahre lang lernen Menschen zu lesen. Ah, Komplottstärke plus 5 nochmal. 25 Ränkespiel, Lebenswandlung, Erfahrung. 20 Anspannung, weil gesellig und nachsichtig. Ach so, da bedrohen wir ihn quasi. 5 Jahre lang hat Händler bedroht. 75 Prestige einsetzen. 33% überzeugen wir ihn, 66% eher nicht, weil wir diplomatiemäßig so schlecht sind, dass wir das nicht können. Verflixt nochmal. Lernt Menschen zu lesen. Komplottstärke plus 5% für 50 Geld. Das finde ich echt ein bisschen zu krass. So, ich würde es aber trotzdem eigentlich gerne machen. Wir sind nachsichtig, aber wir sind gefühllos. Komm, nachsichtig können wir erst sein, wenn uns jemand was angetan hat. Er wird mir erzählen, was er weiß. Hier stand gerade noch irgendwas, was ich verpasst habe, glaube ich. Schauen wir nochmal. Der Beginn. Mir wird flau im Magen. Ich versuche, es noch in meine Gemächer zu schaffen, doch die Tür wird vor meinen Augen kleiner. Was ist hier los? Oh Gott, was ist hier los? Plötzlich rieche ich etwas. Ich weiß, dass ich es schon einmal gerochen habe, aber wo? Eine Dienerin fragt mich, ob alles in Ordnung ist, aber ich kann ihr nicht antworten. Ich kann überhaupt nichts tun. Sind wir krank oder was? Ich? Wie lange war ich weg? Ich war bewusstlos, offensichtlich.
Moment mal, also wenn, dann bitte mal ganz langsam weiterlaufen lassen. Was sollte das heißen? Was ist passiert? Wir haben keine andere Geschichte hier jetzt bekommen. Wir sind bloß irgendwie ausgenockt gewesen. Wir sind einfach so... Wir sind besessen. In letzter Zeit überkommen mich Episoden. Etwas ermächtigt sich meiner. Es übernimmt meinen Körper und danach bin ich müde und verwirrt. Ich habe versucht, es vor den Leuten geheim zu halten und es zu verbergen. Doch es ist schwierig, etwas zu beherrschen, was kommt und geht, wie es ihm passt. Sie schauen mich an, als wäre ich besessen. Wir sind ab jetzt besessen. Wir haben eine Anziehungsmeinung minus 10. Bildungslebenswandel wird erhöht. Besessen plus 15. Ein moderater Malus. Ach du meine Güte. Na gut, also wenn wir jetzt besessen sind, dann müssen wir jetzt zur Tat schreiten, glaube ich. Denn ich glaube, wir sehen jetzt überall... Überall sehen wir... das, was uns angetan werden könnte. Oder? Wir müssen irgendwas, wir müssen uns überlegen, das werde ich tun bis zur nächsten Folge, womit wir genau besessen sind, was unsere Besessenheit ausgelöst hat und wohin wir jetzt gehen. Wahrscheinlich geht es einfach darum, dass wir hier unseren Bruder hassen oder sowas in Richtung. Schauen wir mal, wen wir am wenigsten mögen. Das machen wir beim nächsten Mal. Castella, im Übrigen, das wollte ich beim letzten Mal schon sagen, das habe ich jetzt auch vergessen wieder, dass wir unser eigenes Haus haben natürlich. Ne? Also das ist ein anderes Haus, das Cantabria-Haus, und wir haben das Haus Castella, auch wenn wir gleich in der gleichen Dynastie sind. So, aber das eher unwichtig. Wir sind besessen, liebe Leute. Das ändert doch bestimmt einiges in der Art und Weise, wie wir hier umgehen mit unseren Geschwistern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.